Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie da sind und bedanke mich bei Ihnen für die Einladung hier. Der kleine Fernsehspot hat im Grunde deutlich gemacht, worum es geht. Ich möchte es vielleicht nochmal versuchen, in einem ganz allgemeinen Zusammenhang zu stellen. Kinder und Jugendliche verbringen 7 bis 8 Stunden ihres Lebens mit Schlafen. Das ist, ja, das hat man rausgefunden, kann man messen, wissen Sie alle. Ja? Was kommt als nächstes? Einfach häufigkeitsmäßig. Die Antwort heißt Bildschirmmedienkonsum. Etwa 5,5 Stunden täglich. 3,5 Stunden Computer, 3,5 Stunden Fernseher plus 2 Stunden Computer im Durchschnitt. Ja? Danach kommt so mit 4 bis 4,5 Stunden, und zwar auf die 7-Tage-Woche umgerechnet, die Schule. Und danach kommt gar nicht mehr so arg viel. Ja? Was in der Schule passiert, 4, 4,5 Stunden im Wochendurchschnitt. Ja? Sie wissen, da gibt es Kultusministerien in 16 Ländern jeweils, da gibt es Lehrpläne, da gibt es unglaublich viel, da machen wir uns unglaublich viel Gedanken. Ja? Und man könnte auch meinen, ist doch okay, denn das andere ist ja Freizeit. Und in der Schule wird gelernt und in der Freizeit ist die Zeit halt frei. Die Gehirnforschung zeigt aber, dass es nicht ganz so ist. Lernen findet immer statt. Lernen findet dann statt, wenn Sie Ihr Gehirn gebrauchen. Weil Lernen nichts anderes ist als die Spuren des Gebrauchs des Gehirns. Ich werde Ihnen versuchen, das gleich klar zu machen. Und ich möchte einleitend das aber mal sozusagen in der Übersicht darstellen, um Ihnen klar zu machen, wie das dazu kommt, dass ich jetzt hier zu Ihnen spreche. Ich bin Psychiater und Gehirnforscher. Ja. Und mein Punkt ist der: Wir wissen eigentlich um Gefahren von Bildschirmmedien schon ziemlich lange. Ja. Was neu ist, aus meiner Sicht, ist, dass wir immer besser verstehen, warum die so sind, wie sie sind. Ja. Und ich möchte das an einem Beispiel erläutern. Es gibt eine gute Untersuchung, die hat gezeigt, dass, Sie brauchen nur die Überschrift zu lesen, oder Sie brauchen eigentlich nicht einmal die zu lesen, das Ganze ist erschienen im Juli 2004 in der Zeitschrift Lancet. Das ist eine Medizinerzeitschrift, die kommt jede Woche weltweit. Also das ist eine ganz wichtige Zeitschrift. Und hier wurde von einem Wissenschaftlerteam heraus im Rahmen einer longitudinalen Birth Cohort Study, mit anderen Worten, man hat hier in Neuseeland, ich erzähle die Geschichte ganz kurz, 1972, 73 über 1000 Geburten erfasst, und zwar flächendeckend, alle einfach. Ja, hat die dann diese Menschen nachverfolgt, und jetzt, ja, da sind die über 30, kann man natürlich gucken, was ist aus denen geworden. Und in dieser Arbeit, auf diese Studie gehe ich mehrfach im Laufe meines Vortrags ein, in dieser Arbeit hat man einfach nochmal geguckt, denn man hat, ich muss kurz was erzählen, man hat diese Menschen bei der Geburt erfasst und dann mit 2 bis 3 Jahren sie zum ersten Mal in den Familien aufgesucht, geguckt, was ist mit denen. Ja? Und dann hat man geguckt mit 5, mit 7, mit 9, mit 11, mit 15 und zuletzt mit Mitte 20. Ja? Was ist eigentlich aus denen geworden? Und unter anderem hat man zu jedem Zeitpunkt auch erfasst, wie viel haben die Kerle ferngeschaut. Mit 5, mit 7, mit 9, mit 11. Ja? Und hier hat man sich mal angeschaut, was ist eigentlich, wie gesund sind die mit Ende 20. Ja? Und was da herausgekommen ist, das war schon mal, ich sag mal, sehr beeindruckend, nämlich, dass der Fernsehkonsum in der Kindheit unter anderem festlegt, wie viel Übergewicht die Menschen haben. Das ist weniger als 1 Stunde, 1 bis 2, 2 bis 3 mehr als 3 Stunden. Und das ist Prozentzahl der Übergewichtigen in der jeweiligen Gruppe. Ja? Und das ist der Fernsehkonsum im Alter von 5 bis 15 Jahren. Und als das gemessen wurde, waren die um die 30. Ja? Man hat nebenbei andere gesundheitliche Dinge auch sich angeschaut, zum Beispiel körperliche Fitness. Und hier geht es darum, wie der Fernsehkonsum und dann, wie schlecht die körperliche Fitness, also die Schlechtigkeit der körperlichen Fitness nimmt zu. Ja? Und wer hätte gedacht, dass Fernsehen den Cholesterinspiegel erhöht? Und zwar Fernsehen mit 5 bis 15 macht den Cholesterinspiegel höher, ja, wenn sie Ende 20 sind. Hm? Und noch was ist ganz interessant, das ist der Risikofaktor Rauchen. Ja? Je mehr Sie zwischen 5 und 15 Fernsehen geschaut haben, desto mehr rauchen Sie als Erwachsene. Warum ist das? Nur zunächst mal sind diese Daten deswegen so wichtig,
weil diese Risikofaktoren, Übergewicht, Rauchen, Cholesterinspiegel, geringe Fitness, sind Risikofaktoren für koronare Herzkrankheit, letztlich für verfrühten Tod. Ja. Nun wissen wir bei diesen körperlichen Dingen eigentlich sehr genau, was passiert. Wir wissen nämlich, dass wenn Sie Fernsehen schauen, dann nimmt Ihr Muskeltonus ab, weil Sie werden ganz passiv. Sie verbrauchen dadurch weniger Kalorien, als wenn Sie auf der Couch liegen und gar nichts tun. Das ist komisch, aber es ist so. Wenn Sie Fernsehen gucken, verbrauchen Sie weniger Kalorien, als wenn Sie nichts tun. Ja? Ihr Körper schaltet sozusagen aktiv die Muskeln ab. Das macht am Tag 250 Kalorien aus. Und wenn Sie jeden Tag 250 Kalorien nicht verbrennen, sondern auf sich abladen als Speck, dann macht das einfach über die Jahre hinweg, wie Sie gesehen haben, jede Menge Kilos Übergewicht. Ja? Wir wissen weiterhin, dass 65% der an Kinder im Fernsehen gerichteten Werbung über Nahrungsmittel geht und dass 100% dieser im Fernsehen beworbenen Nahrungsmittel ungesund sind. Also auf gut Deutsch. Und warum gibt die Werbung nebenbei Geld fürs Fernsehen aus? Ah ja, weil es funktioniert. Also die Werbebranche würde nicht existieren, wenn Werbung nicht einen Effekt hätte. Ja. Insofern, was passiert? Man isst ungesündere Sachen, ist auch nachgewiesen. Man bewegt sich weniger. Man isst auch weniger zu den Mahlzeiten und mehr so zwischendurch die ungesunden Sachen. Und so dass man nicht nur weiß, es gibt einen Zusammenhang, man weiß auch, wie der funktioniert. Ja. So, und wobei diese Sachen, weniger Bewegung, ja, ungesündere Sachen und nicht zu den Mahlzeiten essen und so weiter, das hätten sie auch gewusst. Ja. Aber ich sage das mal so plakativ, weil oftmals höre ich das Argument, mit Statistik kann man alles beweisen. Ja. Und nebenbei, man kann auch hier sagen, die Dicken gucken halt mehr fern. Und wer dick ist, ist immer dick und deswegen sind die auch hinterher dicker. Was ist von dem Argument zu halten? Nun, das hat man untersucht. Man kann einfach gucken, waren die schon mit 5 dicker? Haben die Dicken mit 5, mit 7 mehr ferngeguckt und so weiter? Und wenn Sie das gucken, dann stellt raus, der Zusammenhang ist ganz klar in die Richtung vom Fernsehen zum Dicksein und nicht umgekehrt. Wenn Sie so eine longitudinale Studie machen, das heißt, wenn Sie immer wieder schauen, können Sie solche Dinge berechnen. Was man auch gemacht hat, ist, man hat natürlich die Kinder immer wieder gewogen und kann dann sozusagen primäres Dicksein aus den Daten statistisch herausrechnen. Man muss die Dinge nur erfassen. Und wenn man das erfasst und dann rausrechnet, bleibt der Zusammenhang. Wichtig ist also, was die Ernährungslehre und unser Wissen über wie Kalorienverbrauch funktioniert, ja, für den Zusammenhang Fernsehen und Dicksein ist, das ist die Gehirnforschung für alle anderen Zusammenhänge mit dem Fernsehen und mit anderen Bildschirmmedien. Ja. Wenn Sie wissen, wie im Gehirn Informationen verarbeitet und abgespeichert werden und wenn Sie dann sehen, dass 5,5 Stunden Informationsverarbeitung über Bildschirmmedien sozusagen in Sie hineingeht, dann können Sie sich auch überlegen, was heißt denn das? Und deswegen kann ich Ihnen mehr präsentieren als nur die vielen Studien, die es gibt. Es gibt ganz viele Studien, dass Fernsehen gewalttätig macht, dass Fernsehen mit einem Lebensjahr zu Aufmerksamkeitsstörungen im siebten Lebensjahr führt, dass Fernsehen mit 5 zu Lesestörungen mit 8 führt, dass Fernsehen mit 5 oder noch früher, also um 5 Jahre, den Bildungsstand mit 30 massiv beeinflusst. Die Daten werde ich Ihnen nachher zeigen, die sind erst ein paar Monate alt. Ja, also diese Daten gibt es alle. Die Hirnforschung kann aber heute noch weit über diese statistischen Zusammenhänge hinausgehen. Wenn Sie nämlich mal verstanden haben, wie der Kasten da oben funktioniert, dann wird Sie es wundern, wenn es nicht so wäre. Ja. Denn nochmal, das Gehirn ist nicht nur unser wichtigstes Organ. Das Gehirn hat auch bestimmte Funktionsprinzipien, von denen wir wenigstens einige wenige heute eigentlich ganz gut verstanden haben. Ich sage nicht, wir haben das ganze Hirn verstanden, das wäre völliger Blödsinn, wir fangen überhaupt erst an. Ja. Aber wir haben doch genug verstanden, um zu verstehen, wie es sein kann, dass zum Beispiel Fernsehen mit 5 Jahren letztlich ganz stark bestimmt, ob jemand einen Universitätsabschluss hat oder nicht. Ja. Möchte man sagen, das kann doch gar nicht sein, mit 5, Uni-Abschluss mit 25. Doch, es kann sein. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen eben auch. Jetzt gibt es einen Crashkurs Neurobiologie, geht aber ganz kurz. Ja. Das Neuron sieht schön aus. Ja. Und Neuronen unterscheiden sich von allen anderen Körperzellen durch eine ganz wichtige Eigenschaft. Die stehen für irgendwas. Die liegen nicht nur so rum, die stehen für was. Und wofür die stehen, das liegt
an ihren Synapsen. Die sehen Sie hier, diese kleinen Knubbel. Denn über die Kabel, die Sie hier sehen, laufen Impulse ein. Und wie diese Impulse übertragen werden, wie gut, hängt von der Stärke dieser Synapsen ab. Nun können Sie hier zum Beispiel sehen, dass eine Synapse, wenn hier Impulse drüber laufen, ändert die sich und die Kontaktfläche, die wird größer. Die wächst. Da kann man heute sogar in Filmen zugucken. Und mein wichtigster Punkt ist einfach folgender. Unser Gehirn, noch vor Jahren hat man gedacht, ein langweiliges Organ, mit dem wird man geboren. Alles, was die Zellen machen, ist, die sterben dann weg. Ja? Es ist nicht so. Unser Gehirn ist unser dynamischstes Organ. Das ändert sich dauernd. Wenn Sie eine Erfahrung machen, laufen Impulse über Synapsen. Und damit ändern die sich. Die werden, wie Sie hier sehen, dicker. Ja? Und das, wenn der gleiche Impuls hier ankommt und hier, dass der hier besser drüber läuft, na ja, ist doch klar. Der Nettoeffekt, ja, besteht in Folgendem. Wenn ein Impuls über eine Synapse läuft, passiert gar nichts. Wenn aber immer wieder ein Impuls über eine Synapse läuft, dann passiert was, nämlich dann wird die geändert. Unser Gehirn lernt, nebenbei, wenn Sie wissen wollen, was lernen, ist das hier, ist Lernen. Nämlich, dass sich eine Synapse ändert. Wenn da nichts drüber läuft, ändert sie sich nicht. Wenn da viel drüber läuft, ändert sie sich, dann wird die Kontaktfläche größer und die Verbindung wird besser und nichts anderes ist Lernen. Das ist das Korrelat jeglicher Lernprozesse. Ob Sie jetzt eine Vokabel lernen oder ob Sie ein Salto springen lernen, was auch immer Sie lernen, das ist es. Mehr ist es nicht. Es hängt davon ab, wo das stattfindet im Gehirn, ob das im Bereich der Motorik oder der komplexen Kontrolle oder der Sprache ist, was da gerade gelernt wird. Dass aber Synapsenstärken sich ändern, wenn überhaupt gelernt wird, das ist klar. Und nochmal, wie ändern sie sich? Sie werden benutzt. Das ist alles. Daraus folgt, dass unser Gehirn für Einzelheiten nebenbei gar nicht gebaut ist. Das weiß jeder, der Vokabeln lernt, das macht keinen Spaß und ist langweilig und man paukt halt und paukt und es bleibt trotzdem nicht hängen. Ja. Dafür ist unser Gehirn eigentlich nicht gemacht. Unser Gehirn ist viel cleverer. Es ist kein Videorekorder und kein Kassettenrekorder. Unser Gehirn ist ein Organ, das nicht für einzelne Zufälle da ist, weil die Zufälle von gestern nützen uns morgen überhaupt nichts, weil die sind morgen definitionsgemäß anders, sonst wären es keine Zufälle. Was uns aber morgen nützt, um uns besser zurechtzufinden, ist das, was gestern so ist, wie es morgen ist. Das heißt, das sind die Regelhaftigkeiten der Welt. Und diese Regelhaftigkeiten, wieso merken wir uns die? Na, ganz einfach, weil wenn was immer wieder passiert, dann werden die gleichen Spuren, die gleichen Wege im Kopf begangen. Dadurch werden die Wege besser begangen, und weil die Synapsen dicker werden. Und deswegen bleibt das, was wir immer wieder erleben, im Kopf hängen. Und unser Gehirn ist richtig begierig darauf, solche immer wiederkehrenden Dinge in sich aufzunehmen. Banales Beispiel. Wenn ein Kind laufen lernt, wie macht's das? Programmieren Sie dem sozusagen die Schrittfolge ein? Überhaupt nicht. Ne? Wie lernt das Kind laufen? Nur das zieht sich hoch am Sofa, am Stuhl, am Tischbein, ja? Und plumpst wieder hin. Und nebenbei, wenn Sie wissen wollen, was Frustrationstoleranz ist, gucken Sie mit dem Laufen lernenden Kind zu, dann wissen Sie es. Ne? Das macht es wochenlang und fällt immer wieder hin und macht es trotzdem. Ja? Und dann kann es laufen. Und wenn ein Kind laufen gelernt hat, hat es die Gravitationskonstante abgeschätzt, die Hebelgesetze erfunden, 600 Muskeln programmiert, ja? Innerhalb von Wochen, und wenn Sie wissen, wie Roboter heute rumlaufen, immer noch, ja, wo Tausende von Programmiererstunden reingehen und die stachseln so komisch rum, ja, und ein kleiner Säugling kriegt es innerhalb von Wochen hin, laufen zu lernen, dann wissen Sie, wie clever unser Gehirn funktioniert. Und wie lernt man laufen? Nochmal wichtig, ganz wichtig. Da hat niemand was einprogrammiert. Laufen lernt, und hat jeder von uns gelernt, von Fall zu Fall. Ja. Anhand von Einzelfällen, ja, in dem Fall können Sie es wörtlich nehmen oder auch metaphorisch, ja, haben Sie sich Allgemeines erarbeitet, nämlich wie man läuft. Und das betrifft längst nicht nur die Motorik, das betrifft alles Mögliche. Schöne Beispiele finden Sie beim Spracherwerb. Ja. 7 Monate alte Babys, denen können Sie Sätze vorspielen. La, li, la, wu, fe, wu, so, sa, so. Und dann lang gucken die immer hin, wo der Satz herkommt. Wenn Sie zwei Lautsprecher nehmen, gucken die immer. Und nach ein paar Sätzen langweilen die sich. Es sei denn, Sie spielen plötzlich einen Satz vor, der eine andere Grammatik hat. La, la, li, wu, fe, wu, so, sa, so, mi, ma, mi, bu, ba, bi. Und plötzlich machen Sie mal sowas wie la, la, li, macht der Kleine. Denn die ganze Zeit waren die Sätze A, B, A. Das heißt,
La, li, la, so, sa, so, mi, ma, mi, bu, ba, bu und so weiter. Es waren immer die gleichen, letztlich die gleiche Grammatik. Nämlich es kam eine Silbe, dann kam eine andere und dann kam wieder dieselbe wie am Anfang. Und das langweilt einen 7 Monate alten Säugling nach einem halben Dutzend Sätzen. Da denkt er, das kenne ich doch schon, das ist doch die gleiche Grammatik wie eben. Ja. Und wenn Sie eine neue Grammatik vorspielen, statt la, li, la, plötzlich la, la, li, da guckt er wieder. Daran sehen Sie, dass der kleine Kerl gar nicht auf die einzelnen Sätze aus ist, sondern auf die Struktur dahinter, auf die allgemeine Struktur. Und die lernt er anhand dieser Darbietungen. Und da uns das muss er auch. Warum? Ah ja, weil mit 5,5 kann er Deutsch, gell? Und Sie können mit einem Schulanfänger oder mit einem Kindergartenabgänger unglaublich differenziert Deutsch reden, manchmal besser als mit einem 16-Jährigen. Und der erstaunliche Punkt ist, dem hat keiner deutsche Grammatik beigebracht. Er kann aber deutsche Grammatik. Und auf diesem Sachverhalt reite ich immer gern rum und manche von Ihnen werden ihn gehört haben. Mir ist trotzdem ganz wichtig, dass Ihnen das klar ist. Denn dann ist Ihnen was ganz Wichtiges klar. Die deutsche Grammatik enthält einen Haufen von unglaublich komplizierten Regeln. Ja? Nicht nur die französische und die englische, die deutsche auch. Ja? Meine Lieblingsregel: Die Verben auf ihren bilden ihr Partizip Perfekt ohne GE am Anfang. Hätten Sie das gewusst? Ja. Kennt die Regel jemand? Ja. Beispiel ist ganz einfach. Heute Morgen habe ich mir die Haare geschnitten, aber den Bart nicht gerasiert, sondern nur rasiert. Am Waldrand bin ich entlang gelaufen, aber nicht entlang gespaziert, nur entlang spaziert. Hätten Sie alle so gemacht? Ja? Hätten Sie alle richtig gemacht? Ich bin entlang gelaufen, aber nicht entlang gespaziert, nur entlang spaziert. Verben auf ihren machen ihr Partizip Perfekt ohne GE. Nebenbei, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die bestätigen wie immer die Regel. Und die Regel lautet, wie ich es Ihnen gesagt habe. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, aber die habe ich noch nie gehört. Und das ist auch ehrlich. Ne? Es sei denn, nebenbei, Sie unterrichten Deutsch für Ausländer, dann könnte man die. Ne? Denn die Armen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, die lernen solche Regeln. Ja. Aber wenn Sie ehrlich sind, die Regel haben Sie nie gehört. Jetzt behaupte ich aber, die Regel haben Sie im Kopf. Und die Regel hat ein Kindergartenkind im Kopf. Genau diese Regel. Und jetzt werden Sie sagen, Moment mal, nichts da. Ich habe das halt aufgeschnappt, wie ich alles aufgeschnappt habe, was man so aufschnappt als kleines Kind. Und mit Aufschnappen, jetzt könnten wir uns noch ein bisschen unterhalten, meinen Sie letztlich sowas wie, ordentlich wie Sie sind, haben Sie eine Excel-Tabelle im Kopf, Infinitive, Partizipien, gucken Sie immer nach, wenn Sie reden, ne? Und so funktioniert das halt mit dem Aufschnappen. Ja, Sie haben das alles abgespeichert. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, die Theorie ist falsch. Ich weiß, dass die falsch ist. Und da brauche ich gar keinen Hirnscanner für. Ganz einfach, man muss nur Experimente machen, zum Beispiel mit Kindergartenkindern, kann man machen. Haben wir jetzt keine da, deswegen mache ich das Experiment gerade mal kurz mit Ihnen. Mitmachen, ist wichtig. Ja? Also, geht so. Die Zwerge hocken einander und quangen. Und am nächsten Tag sagt der eine, oh, gestern Abend war es toll. Wir haben ja da so richtig schön gequankt, Dankeschön. So. Und am nächsten Tag sitzen die Zwerge wieder beieinander und dann sagt der eine, komm, wir lass uns mal ein bisschen partieren. Und dann tun die Zwerge am Abend partieren. Und drauf später sagt der Zwerg, ach, gestern Abend war es auch schön, denn wir haben wieder mal so richtig schön partiert, danke. Nicht gepartiert. Das hätten sie alle so gemacht, auch wenn ich das vorhin mit ihnen gemacht hätte, wo ich in die Regel noch nicht gesagt habe. Ne? So. Gequankt. Aber nicht gepartiert, sondern partiert. Hätten Sie alle so gemacht? Was habe ich Ihnen nachgewiesen? Ei, Sie können Wörter beugen, die gibt es überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Warum? Das zeigt an, dass Ihre Excel-Tabellentheorie nicht stimmt. Denn da steht nichts in der Tabelle. Sie können es aber trotzdem. Und mit solchen Experimenten nebenbei, die können Sie mit jeder grammatischen Regel, die in unserer dicken, fetten deutschen Grammatik steht, machen. Mit jeder. Und die funktionieren immer. Sie nehmen Wörter, die es nicht gibt, lassen die Regel drauf anwenden und Sie werden feststellen, das können Sie. Was ist damit nachgewiesen? Ihr Hirn hat nicht einzelne Beispiele abgespeichert. Ihr Hirn hat die allgemeine Regel gebildet und die haben Sie drauf. Sie können sie nicht hinschreiben, weil die ist nicht bewusst. Aber Ihr Gehirn hat diese Regel anhand der Beispiele in sich aufgenommen und Sie können die Regel. Was nebenbei Ihnen jetzt dämmert, ist vollkommen klar, das Allermeiste, was Sie gelernt haben, das wissen Sie nicht, aber Sie können es. Und darauf kommt es auch an nebenbei. Ja? Das ist mir ganz wichtig, weil Sie merken schon, diese Art des Lernens, und das ist, da kommt noch so ein bisschen Sahnehäubchen obendrauf. Ja? Sie wissen auch vielleicht das Bruttosozialprodukt von Nigeria, ne? Oder vielleicht das Geburtsdatum von Brahms
höchster Berg von Grönland. Haben sie alles mal gewusst, aber haben wir wieder vergessen. Na ja, ist auch nicht schlimm. Weil das können sie ja nachgucken. Ja? Aber was sie so an deutschen grammatischen Regeln können, das brauchen sie nicht nachgucken, das haben sie drauf. Ja? Und glauben sie doch nicht, manche Leute glauben sowas, aber das ist Unsinn, dass wenn sie in die Schule gehen, dass dann ihr Hirn auf Schullernen umstellt und in der Freizeit sich immer abstellt. Ja? Ihr Hirn arbeitet, wie es arbeitet. Es lernt dadurch, dass sie es benutzen. Ja? Dass das nebenbei in der Schule auch weiter so ist, das sehen Sie, da gibt es viele Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist die TIMSS-Studie. Ja? Das ist der Opa der PISA-Studie, ist schon eine Weile her. Was hat man gemacht? Einfach mal gefilmt, wie Mathematik in der 8. Klasse geschieht. Da erklärt der Lehrer erstmal, wie man Brüche multipliziert und dividiert. Und das hat man in USA und in Japan gefilmt, unter anderem, noch in anderen Ländern auch. Und dann kommt Folgendes raus. Der Lehrer erklärt es immer gleich. Und die Schüler nicken irgendwann, weil sie kapieren, wie es geht. Ja? Brüche dividieren, multiplizieren. Und dann kommt der Unterschied. In Amerika teilt der Lehrer Zettel aus und sagt so, macht mal die Aufgaben. Und dann macht jeder die Aufgaben vor sich hin, still. Und der Lehrer geht rum und erklärt es noch ein paar, die es noch nicht ganz begriffen haben. In Japan, sagt der Lehrer, passt mal auf. Wir teilen jetzt die Klasse hier. Ihr denkt euch Aufgaben aus, die müssen die als Hausaufgaben machen. Und ihr denkt euch Aufgaben aus, die müssen die als Hausaufgaben machen. Jetzt denken die sich Aufgaben aus. Ihr könnt sich vorstellen, was da los ist. Ja? Die diskutieren jetzt über Buchrechnung. Heftig, ja? mit Elan und Motivation und Begeisterung. Ja? Die hauen mal in die Pfanne. Haha, schwierig. Und wenn sie nebenbei eine schwierige Aufgabe konstruieren für die anderen, lösen müssen sie nebenher auch noch. Ja? Ergebnis. Und das ist interessant. Nochmal, Einsichten hatten die Schüler in Amerika und in Japan. Nehmen wir an die gleichen. Ja. Aber was hinterher passiert, wenn sie mit Elan, mit ihren Mitschülern über Bruchrechnung diskutieren, da laufen unglaublich viele Impulse über viele Synapsen, ne? Und da wird was gelernt. Was war das Ergebnis der Teams-Studie? Das sind die guten Schüler in Amerika und das sind die schlechten Schüler in Amerika. Und das sind die Guten in Japan, das sind die Schlechten in Japan. Die Schlechten in Japan sind noch viel besser als die Besten in Amerika. Man hatte gehofft, es wäre so. So hat eh keiner geglaubt. Ja? Man hat gehofft, es wäre so. Es war aber so. Ja? Die schlechtesten Japaner waren noch besser als die besten Amis. Ja? Und das nebenbei bemerkt, das muss man auch noch mal sagen, durchschnittliche Schülerzahl in den Klassen, Amerika 25, Japan 37. 50% mehr Schüler. Ja. Nebenbei, ich möchte nicht missverstanden werden, die PISA-Studie zeigen ganz klar, dass die Schülerzahl ab 25 eine Rolle spielt für die Lernleistung. Unter 25 nicht, aber ab 25 ja. Aber diese Studie, TIMSS-Studie, zeigt auch ganz klar, wenn Sie es falsch machen, nützen Ihnen kleine Klassen auch nichts. Das kann man auf jeden Fall folgern. Ja? Mein Punkt, ich habe das deswegen jetzt so dezidiert gesagt. Warum? Unser Gehirn saugt Information dadurch auf, dass es Erlebnisse hat. Jetzt kommt ein Bild, das passt jetzt ganz gut zum Wetter. Stellen Sie sich einen verschneiten Park vor. Einfach so, und die Leute laufen rum, weil sie halt gerne in den Park gehen. Solange die jetzt irgendwie rumlaufen, so viel Neuschnee, ein Wind geht, da verwehen sich auch die Spuren. Jetzt stellen Sie sich aber vor, in dem Park ist meinetwegen hier eine Glühweinbude und hier eine Toilette. Jetzt gucken Sie so nach einem Tag, wo die Leute rumgelaufen sind, von oben auf den Park. Was sehen Sie? Naja, ein Trampelpfad von da nach da. Weil mancher, der da war, geht halt auch dahin. Nicht jeder und nicht alle gehen ganz gerade. Ist egal, ja. Aber Sie finden einen Trampelpfad, eine gebrauchsabhängig entstandene Spur. Solche gebrauchsabhängig entstandene Spuren, die gibt es hier auch. Nicht umsonst, seit über 100 Jahren spricht man von Gedächtnisspur. Seit etwa 5 Jahren wissen wir, wie clever der Begriff gewählt ist. Hier laufen keine Leute durch den Tiefschnee. Es laufen Impulse über Synapsen. Aber der Effekt ist der gleiche. Es gibt eine Spur. Nebenbei bemerkt, das wissen wir seit etwa 2 Jahren erst, wenn der Glühweinbudenbesitzer am nächsten Tag keine Lust hat und er hat einen Nachbar, jetzt macht der die Glühweinbude auf. Wie laufen die Leute jetzt hier hin? Nicht durch den tiefen Schnee, das ist beschwerlich. Nee, die gehen ums Eck und nehmen den Trampelpfad, einfach weil er da ist. Hier ist es genauso. Selbst wenn der Trampelpfad gar nicht mehr gut funktioniert, weil er eigentlich nicht mehr zur Realität passt, er wird benutzt, weil er da ist. Es ist wichtig. Und was passiert, wenn er benutzt wird? Ah, er wird noch breiter und noch einfacher zu begehen, die Spur wird noch besser. Ja, ist ganz wichtig.
Jetzt kommt etwas, das ist ein bisschen schwierig mit der Metapher, aber ich versuch's mal. Stellen Sie sich jetzt Folgendes vor, nach so 2 Monaten ja, ist so eine wunderbare Autobahn entstanden durch die Trampelei. Ja, und da hinten ist meinetwegen noch eine Würstlebude und ein Riesenrad und da gibt's auch eine wunderbare Autobahn. Und jetzt kommt's vor, dass einer von da nach da läuft, will aber eigentlich zur Würstlebude. Gell? Und dann wird's schwierig, weil wie kommt er jetzt dahin? Aber nach 2 Monaten werden an die Parkbesucher Stehleitern ausgeteilt, denn da oben ist plötzlich eine Decke entstanden, 2 Meter drüber, und da hat es gerade geschneit. Und jetzt können die mit der Stehleiter, ich weiß, das ist ziemlich schwierig sich vorzustellen, aber stellen Sie, ne, jetzt nehmen die Stehleiter, wenn sie von da nach da hinten wollen, ja, denn da kann man nicht mehr gut laufen, da ist alles so festgetrampelt, beziehungsweise da ist halt jetzt so Welle von Schnee, kommt nicht drüber, aber sie können da hoch, ein Loch reinsägen, gehen sie hoch, und über den frischen Neuschnee laufen sie jetzt und verbinden diese Spur mit der Spur. Was da oben entsteht, sind Spuren von Spuren. Das passiert, nachdem da unten die Spuren entstanden sind. Was danach wieder so 2 Monaten passiert, können Sie sich jetzt schon denken. Nämlich, plötzlich gibt es die dritte Ebene und auf der ist wieder Neuschnee und da kann man wieder sozusagen die Spuren, die hier entstanden sind, zusammenfassen und neu verknüpfen. Und jetzt entstehen auf der dritten Ebene Spuren von Spuren von Spuren. Die dritte Ebene hat mit der Würstelbude erstmal gar nichts mehr zu tun. Da müssen Sie über 3 Ebenen runter. Aber Sie können von da oben ganz schnell dahin, weil da jetzt plötzlich Dinge verbunden werden, die da unten ganz unverbunden sind. Ich hoffe, wir sind noch beieinander. Was ich Ihnen nämlich jetzt erzählt habe, ist das, was die Gehirnentwicklung bei jedem Säugling macht. Das Gehirn ist nämlich bei der Geburt nicht fertig entwickelt. Das wissen wir schon länger. Das sind Bilder, die sind 1920 publiziert worden. Das ist ein Säuglingsgehirn, das ist von einem kleinen Kind und das ist von einem Erwachsenen. Und was man hier angefärbt hat, ist Fett. Wussten Sie, dass 60% Ihres Gehirns, Ihres Erwachsenengehirns, aus Fett bestehen? Das, was Sie hier schwarz sehen, ist Fett. 60%. Nebenbei, wenn Sie auf Diät sind, auch. Beim Neugeborenen, sehen Sie, ist nur ganz wenig Fett. Und was Sie hier sehen, das sind die Verbindungsfasern von den Bereichen, die unmittelbar für die Bewegung zuständig sind und die unmittelbar für die Impulse, die von hier kommen, zuständig sind. Was kann ein Baby? Sie zwicken das da und da schnickt es mit dem Arm. Reflexe, die schnell gehen, kann ein Baby ganz gut. Und nebenbei, warum klopft der Neurologe, wenn er wissen will, ob sich das Baby richtig entwickelt, Reflexe? Weil je mehr sich das Gehirn entwickelt, je mehr Ebenen dazukommen, desto schlechter werden die Reflexe. Und Sie können gucken, wenn die Reflexe schlechter werden, entwickelt sich das Baby normal. Und wenn die Reflexe nicht schlechter werden, dann ist irgendwas mit der Entwicklung nicht richtig. Ja. Was Sie nämlich hier sehen, Sie werden sagen, was soll denn das Fett in meinem Hirn? Ganz einfach, es ist lebenswichtig, denn was letztlich der Fall ist, ist Folgendes. Hier sind die Zellen alle da. Neugeboren, Gehirn ist 9 Zentimeter so, das ist der Kopf und das Gehirn sitzt noch innen drin. Ja. Der Kubikinhalt des neugeborenen Hirns sind etwa 350 Kubik. Ihr Hirn sind 1300 bis 1400 Kubik. Ja, Zentimeter. Und was da wächst, wenn sich das Gehirn wächst, ist nicht die Zellzahl. Die Zellen sind alle da. Auch nicht die vielen Verbindungen zwischen den Zellen, denn das sind alles Verbindungen, das sind alles Fasern. Ja, und die sind hier auch. Nur hier sind sie noch nicht mit Fett ummantelt. Und was Sie hier sehen, ist die Fettummantelung der Fasern. Und wenn die Fasern mit Fett ummantelt sind, ist die Geschwindigkeit, mit der die Impulse da langsausen, 35 Mal so schnell. Solange die Fasern ohne Fett sind, können Sie dem Impuls zugucken, wie der läuft. Nämlich so. Maximal 3 Meter in der Sekunde. Wenn die Fasern mit Fett ummantelt sind, über 100 Meter pro Sekunde. Zup. Der Witz ist, dass unser Gehirn, da arbeiten immer alle mit allen Zellen, wenn es erwachsen ist. Da geht es nämlich, weil es auch schnell ist. Hier ist das alles so langsam, dass die Bereiche zwar da sind, aber sie sind zu langsam, deswegen werden sie nicht einbezogen in die Informationsverarbeitung. Erst mit der Entwicklung, und es sieht jetzt so ein bisschen unklar aus, aber was Sie mir glauben müssen, ist, das sind einfache Bereiche. Hier, das ist von den einfachen Bereichen in beide Richtungen ein bisschen mehr dazugekommen. Und hier sind es alle Bereiche. Man kann, wenn man es genauer macht, sehen,
Es ist so, wie ich Ihnen eben gesagt habe. Zunächst mal funktionieren auf der untersten Ebene die einfachen Dinge. Denken Sie an die erste Schneeebene. Ja? Dann kommt die nächste Ebene dazu. Die macht ein bisschen was Komplizierteres. Die steht nämlich mit der Außenwelt gar nicht mehr in Verbindung. Die steht nur über die unterste Ebene mit der Außenwelt in Verbindung. Das heißt, hier sind Sie bei Spuren von Spuren. Und dann sind Sie bei Spuren von Spuren von Spuren. Wie viele Ebenen haben wir nebenbei hier oben? 2-3 Dutzend. Keine 1000 und keine 5. 2-3 Dutzend. Es hängt von den Sinnen ab und es hängt ein bisschen davon ab, wie man es zählt. Der Witz ist, wenn Sie vorhin haben Sie mir aufmerksam zugehört und dann habe ich gesagt, die ersten Spuren, die sind wichtig, weil die verfestigen sich von allein. Und wer so eine psychologische Vorbildung hat, der hat dann wahrscheinlich gedacht, aha, der Sigmund Freud, der Doktor in Wien vor 100 Jahren, hat recht gehabt, die frühen Erfahrungen sind die wichtigen, wenn da die ersten Spuren angelegt werden und die sich weiter verfestigen. Ja, das stimmt, nur Sie müssen dann mitdenken, dass die frühe Kindheit bis etwa 20. Lebensjahr geht. So lange dauert es nämlich, bis alle Ebenen mit den Spuren angelegt sind. Wir wissen nämlich, dass die Gehirnentwicklung bis nach der Pubertät fortschreitet. Das heißt, am Anfang ist dann schon alles fertig, aber was kommt denn so ganz oben dazu? Das wissen wir auch. Bewertungen, Werte. Das ist das Stückchen Gehirn hier vorne. Das ist das Letzte, was sich entwickelt. Weil es über der Augenhöhle, die heißt Orbita, und vorne frontal liegt, heißt das Ding orbitofrontales Gehirn. Und hier werden Bewertungen vorgenommen. Denn Sie lernen nicht nur sprechen und laufen, so wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass Sie es halt von Fall zu Fall und daraus die Regeln machen. Sie lernen auch bewerten. Nicht dadurch, dass Ihnen der Pfarrer sonntags in der Kirche was predigt. Iss dein Teller leer, mach deine Hausaufgaben, bohr nicht in der Nase, sei lieb zu Mama und Papa, geh pünktlich in die Schule. Was hat der Kleine gelernt? Da ist einer, der macht immer hululululul. Das ist nämlich das Allgemeine der 5 Beispiele. Ja? Die einzelnen Sätze gehen da rein und da raus. Aber das Allgemeine, das bleibt hängen. Ja? Werte werden dadurch gelernt, dass man sie lebt, dass man sieht, wie sie gelebt werden, dass man sie immer wieder auch ausprobiert und dass man handelt. Nicht dadurch, dass man Predigten zuhört oder gepredigt bekommt. Ja? Also wir, auf allen Ebenen lernen wir, letztlich bin ich bei nichts anderem als bei Anmerkungen zu diesem Bild. Lernen heißt, Synapsen ändern sich, dadurch entstehen Spuren im Gehirn, Erfahrungen, die wir machen, hinterlassen Spuren. Punkt. So, wenn Sie das wissen, das war jetzt ein Crashkurs Gehirnforschung, ja, dann ist Ihnen auch schon klar, warum ich heute Abend zu Ihnen spreche. Was machen wir? Wir schlafen 7 bis 8 Stunden, Kinder und Jugendliche. Und was ist dann das zweithäufigste Erfahrungsmedium? Bildschirme. Dann kommt erst die Schule und dann kommt noch ein bisschen Rest. Weil Sie vor Bildschirmen eben auch Erfahrungen machen. Deswegen kann es Ihnen nicht egal sein, sozusagen, was Ihr Kind 5,5 Stunden am Tag macht. Ja? Das Wichtigste hierbei ist etwas, das wird Ihnen vielleicht erstmal gar nicht einfallen, deswegen muss ich es mal Ihnen auch noch erzählen, ist Folgendes. Ein kleines Kind, das lernt ja nicht nur laufen, das lernt ja auch die Welt erfahren. Es erschließt sich die Welt. Ja? Es lernt zum Beispiel, dass es Objekte gibt. Ja? So ein Glas. Ha. Kann man draus trinken, macht Krach, ja? Kann man bewegen, kann man anfassen. Super Ding, ja? Ist spannend. Ja? Und so kleine Kinder finden das auch interessant und machen damit rum. Und wie machen die da? Die stopfen sie in den Mund. Und sie wissen, wie kleine Kinder sind. Ja? Warum? Philosophen haben sich über hunderte von Jahren die Frage gestellt, wie kriegen wir es eigentlich hin auf unserer Netzhaut im Auge? Ist ja nur so eine bunte Pixelsoße. Ja? Und wenn Sie Ihre Augen bewegen, ändert die sich auch. Und alles ist immer durcheinander. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir hier ein Objekt haben? Ja? Und wie kriegen wir das nur aus dieser Pixelsoße hin? Und die Antwort ist, wir kriegen es nicht nur aus der Pixelsoße hin. Wir wissen nämlich heute, da ist die Babyforschung gut, dass Babys die Welt sehr ganzheitlich erleben. Der Tastsinn, oh, hier hört's auf, hier geht's nicht weiter, ja, informiert den Sehsinn, dass da hier ist was Wichtiges, nämlich eine Objektgrenze. Ja. Das Hören, oh, es macht Krach, informiert den Tastsinn, das ist widerständig.
die beide informieren den Sehsinn. Der Sehsinn wiederum informiert den Hörsinn. Hier ist was Widerständiges und das macht Krach. Also Sie sehen, das informiert sich alles gegenseitig. Der Säugling erschließt sich die Welt, Objekte, Dinge und so weiter, dadurch, dass er die mit allen Sinnen gleichzeitig erlebt. Und dadurch macht jeder einzelne Sinn auch wieder Sinn. Für sich allein kriegen Sie es gar nicht hin. Wenn Sie nebenbei jetzt das als Stummfilm sehen würden, wüssten Sie, dass Sie so klar sind. Also Sie hätten kein Problem damit. Der Säugling schon. Ja. Und wichtig, wenn Sie das auf dem Bildschirm sehen und dann das Geklapper hier aus dem Lautsprecher hören, macht Ihnen das auch nichts, weil Sie wissen, das gehört zusammen, denn Sie wissen, wie Ihr Glas klingt. Und wenn Sie es klingen hören und das Glas sehen, wissen Sie schon, das passt zusammen. Wenn Sie das aber alles nicht wissen, dann können Sie auch nicht lernen, was ein Glas ist. Wenn Sie hier auf ein schönes, buntes Glas sehen, das mag toll bunt sein, und hier so eine Klangsoße hören, das können Sie nicht lernen, weil Sie müssen schon wissen, dass es zusammengehört, wenn Sie es hier sehen und da hören. Und es ist nicht nur in Bildschirmmedien, ist nicht nur das Bild immer anders, kommt von einer anderen Richtung als der Ton. Es ist auch oft zeitlich. Unser Hirn merkt sich Millisekunden. Wenn es nicht auf die Millisekunde passt, merkt es passt nicht. Und oftmals kommt vom Bildschirm der Ton nicht genau auf die Millisekunde passend zum Bild. Er kommt ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und damit kann das Gehirn diese beiden auch nicht zusammenbringen. Und, das ist das Allerwichtigste, es fehlt, ich sage mal, die Hälfte, aber es ist mehr als die Hälfte. Ja? Das Bild hat keine Tiefe und Sie haben ja bloß ein nicht tiefes Bild und den Ton. Tasten, riechen, schmecken, ja? In den Mund stecken. Das können Sie alles gar nicht. Das heißt, Bildschirmmedien stellen gerade für das Baby eine furchtbar verarmte Umgebung dar. Und gerade für das Baby, das erstmal lernen muss, wie die Welt ganz primitiverweise funktioniert. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Ja. Weil diese Erfahrungen, die finden so auf den unteren Ebenen statt. Und wenn Sie, ja, so Zweijährige schauen heute 2 Stunden am Tag Fernsehen, das ist zumindest in Amerika mittlerweile der Fall. Sie wissen, in Deutschland wird jetzt gerade der Babykanal eingeführt. Ja? Also Fernsehen speziell für Säuglinge gemacht. Ja? Mein Punkt ist, wenn Sie verstanden haben, was ich Ihnen eben gesagt habe, ist Ihnen auch klar, völlig unabhängig vom Programm, es ist ganz egal, was da läuft, das kann nur schlecht fürs Baby sein. Es kann gar nicht gut sein, weil es immer Fernsehen ist. Und immer da eine Bildsoße und eine Klangsoße ist, die nichts miteinander zu tun hat oder wenig. Und der ganze Rest fehlt. Aus Studien an Mäusen und Ratten wissen wir, dass wenn sie die Tiere aufwachsen lassen, in den ersten Lebenswochen in Käfigen, in denen es langweilig ist, dann schadet es der Gehirnentwicklung. Die Synapsen bilden sich nicht aus, es wachsen auch nicht so viele Nervenzellen und so, die Kerle werden dumm. Daraus folgern manche, okay, da müssen wir den Kinderwagen zumüllen mit Spielzeug und das Kind jedes Jahr, so oft, jeden Tag, so oft wie möglich vor den Bildschirm hocken, weil da laufen so spannende Programme und da wird das Kind ein Einstein. Es ist genau andersrum. Ja. Was Sie machen, wenn Sie dem Kind zu viel Spielzeug geben, man kann es mit anfangen, also den Kinderwagen Gottes Willen nicht zumüllen, ja, auch nicht diese vielen Klappe-Dinger da wird es wahnsinnig. Ja. Aber vor allem die Kinder nicht vor den Bildschirm hocken, weil sie ihnen damit letztlich eine verarmte Realität anbieten. Die ist verarmt, weil, wie gesagt, 2/3 fehlt. Wenn sie das aber tun, und wie gesagt, ein Säugling, der 2 Jahre alt ist, der schläft ja nicht nur 7 Stunden, der schläft 12 Stunden oder so, und wenn sie also 20% der wachen Zeit eines Säuglings durch Bildschirmerfahrungen ersetzen, die einfach nicht so schöne Spuren da oben machen können wie richtige Erfahrungen, ist es nicht gut. Entstehen also unschärfere Spuren. Naja, jetzt werden Sie sagen, naja, mit einem Jahr macht doch nichts, mit 2 Jahren macht doch nichts, das richtet sich schon wieder. Nein, es richtet sich nicht. Warum? Wenn das Kind sich weiterentwickelt, entstehen da oben Spuren von Spuren. Ja, wenn die ersten Spuren schon mal unscharf und unklar sind, wie sollen da oben klarere Spuren entstehen? Und nebenbei, wenn die ersten Spuren so sind, wie sie sind, dann verfestigen sie sich eben auch. Und wenn die unscharf und unklar sind, haben sie halt einen schlechten Anfang. Und auch die höchsten Spuren, also auch wenn der mit 20 sich weiterentwickelt und sie haben die beste Hochschulumgebung und sonst irgendwas, ja, wenn sie unscharf angefangen haben, unklar angefangen haben, wie soll es dann hinterher gehen? Denn durch diese ersten Areale muss alle Information durch. Wir haben keinen direkten Zugang zur Welt mit unseren höchsten Gehirnarealen. Die müssen immer erst über die Sinnesorgane rein und da sind Spuren entstanden, die sind ganz früh entstanden. Weil die Gehirnentwicklung so ist, wie sie ist.
Wenn Sie das jetzt wissen, dann verstehen Sie einen Befund, der ist, wie gesagt, im Sommer 2005 publiziert. Der kommt aus der gleichen Studie, die ich vorhin zitiert habe, Neuseeland, 1972 über 1000 Kinder rekrutiert, geguckt, wie viel gucken die fern. Und jetzt haben die Forscher nachgeguckt, was haben die für einen Schulabschluss bzw. Uniabschluss. Und das kommt raus. Und das sind Daten, die hauen einen Stier vom Stuhl. Das ist die Gruppe der Kinder, die haben weniger als eine Stunde mit 5 ferngeschaut. Jetzt haben wir hier rein den Fernsehkonsum mit 5. Und was sehen Sie? Da haben Sie Schulabgänger, die keinen Schulabschluss, nicht einmal einen Schulabschluss haben. Also das sind Leute ohne Hauptschulabschluss. Weniger als 10%. Ein Uniabschluss haben gut 40%. Das sind die Kinder, die mehr als 3 Stunden ferngeschaut haben. Mit 5. Da haben über 25% keinen Schulabschluss und noch knappe 10% einen Uniabschluss. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, die Dummen gucken mehr fern, die Armen gucken mehr fern und so kann man das erklären. Nein, das können Sie nicht sagen. Warum? Ach ja, weil man nachgeguckt hat. Die Leute, sogar der Intelligenzquotient der Eltern wurde getestet und der Kinder mehrfach. Man weiß also, wie intelligent sind die oder waren die auch mit 5. Und diese Intelligenz, die können Sie rausrechnen. Wenn Sie es erfasst haben, können Sie es immer rausrechnen. Und dann können Sie gucken, bleibt der Zusammenhang bestehen? Antwort, ja, er bleibt bestehen. Jetzt kann man noch sagen, die Armen gucken mehr fern. Sie können aber auch den sozioökonomischen Status der Herkunftsfamilie untersuchen. Hat man gemacht. Wie viel verdient der Vater? Und dann geguckt, was ist mit dem Zusammenhang? Der bleibt, auch wenn Sie den Verdienst rausrechnen. Mit anderen Worten, Sie können das nicht auf irgendwas anderes zurückführen. Und ich meine, gucken Sie sich mal diese Daten hier an. Also heftiger geht's nicht. Ja? Wir sind hier bei 45% Hochschulabgänger versus 8% Hochschulabgänger. Und das ist ein Effekt von 2,5 Stunden extra Fernsehen. Mit 5. Ja. Wenn Sie jetzt noch eins wissen, oder noch zwei Sachen. Erstens, wir wissen, dass der wirtschaftliche Erfolg einer Nation ganz wesentlich vom Bildungsstand der nächsten Generation abhängig ist. Also wie gut wir wirtschaftlich in 20 Jahren dran sind, das wissen wir im Grunde heute schon, wenn wir uns angucken, wie gut gebildet ist die nächste Generation. Und zweitens, wenn Sie jetzt noch wissen, wie viel gucken wir heute als Kinder und Jugendliche fern? So viel. Im Durchschnitt. Da muss ich Ihnen nicht sagen, dass wenn wir so weitermachen, wie wir das jetzt tun, dann nähen wir in 20 Jahren die T-Shirts für China, aber nur, wenn wir Glück haben. Das meine ich ernst. Das meine ich wirklich ernst. Ja. Das ist nämlich, das können Sie, es gibt Leute, die wischen das alles vom Tisch und sagen, es gibt sogar Leute, viele davon schimpfen sich selbst Medienpädagogen. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Und die schreiben Bücher, wie toll Bildschirmmedien zur Welterschließung verwendet werden können. Das ist vollkommener Unsinn. Es ist einfach nur Unsinn. Nebenbei, wenn Sie die Bücher lesen, das tue ich, ja, dann stellt sich heraus, die zitieren Goethe und Fontane. Das hat leider mit, die hatten noch keine Bildschirme damals. Ja. Also das sind Leute, die spinnen sich was zusammen. Aber wenn Sie sich die Daten angucken, die harten Daten, die wir aus der Forschung wissen, und dazu noch die harten Daten, die wir aus der Gehirnforschung wissen, dann sieht es nun mal so aus. Und noch einmal, das hier ist ein statistisches Faktum. Ja. Was ich Ihnen vorhin zur Gehirnentwicklung gesagt habe, ja. Das ist etwas, das kann man jetzt eben dazu nehmen. Und wenn Sie das verstanden haben, dann ist das vollkommen klar. Ja? Denn wenn die ersten Spuren, die halt nun mal am Anfang entstehen, in den einfachen Sinnesbereichen, wenn die nicht gescheit entstehen, und Sie wissen jetzt, dass Spuren entstehen, weil wir unser Hirn gebrauchen. Ja? Also Sie verstehen nicht nur, dass es so einen Zusammenhang gibt, Sie verstehen auch, warum das so sein muss, dass es den gibt. Ja? Man versteht jetzt auch, warum große amerikanische Studie 2004 im April herausgekommen an über 2600 Kindern. Der Fernsehkonsum mit einem Jahr macht Aufmerksamkeitsstörungen mit 7 in der Grundschule. Nachgewiesen. Ja. Versteht man auch. Ja, wenn Sie schon unscharfe Spuren haben, Aufmerksamkeit ist ja, Sie nehmen das, was Sie innen drin haben, um sich zu fokussieren. Ja. Wenn Sie aber da drin Unschärfe haben, ja, wie wollen Sie denn dann irgendwas sozusagen scharf kriegen? Ja? Deswegen, natürlich gibt es, damit Sie mich nicht missverstehen, Aufmerksamkeitsstörungen sind zu 60-70% vererbt. Aber wenn Sie sozusagen schon so einen Tick
Gene in die Aufmerksamkeitsstörungsrichtung haben und dann gucken sie noch viel fern, dann ist das so, wie wenn sie im linken Bein hinken und sich das rechte brechen, dann laufen sie ganz schlecht. Ja? Dann haben sie sozusagen zwei Schläge auf das System. Und deswegen ist es ist die Chance, eine Aufmerksamkeitsstörung zu haben, mit der entsprechenden Genetik erhöht und mit dem Bildschirmmedienkonsum auch erhöht. Wir wissen weiterhin, das habe ich vorhin schon auch angedeutet, ich sage es nochmal, das sind Untersuchungen auch aus Deutschland. Es gibt hierzulande auch gute Untersuchungen, die ganz klar gezeigt haben, dass Fernsehkonsum mit 4, 5 und 6, also im Vorschulalter, Lesestörungen im Schulalter macht. Die können Sie bis in die 3. Klasse nachweisen. Das Dumme ist, Oberschichtkinder, die einen Fernseher in ihrem Zimmer haben, die sind schlechter dran sogar, weil die haben dann noch mehr Fernsehkonsum und die leiden tatsächlich, die sind auch deswegen noch schlechter am Lesen. Ja. Und man kann einen weiteren Zusammenhang finden, der wichtig ist, nämlich dass eher schwachbegabte Kinder unter dem Fernsehkonsum mehr leiden als normalbegabte Kinder. Also mit anderen Worten, die Unterschiede, die man sowieso hat, die werden durch das Fernsehen nicht nivelliert. Man dachte ja immer, die ganz Schlauen, wenn die Fernsehen gucken, werden sie ein bisschen verdummt. Ja? Und die Dummen, die werden ein bisschen schlauer, weil die haben interessante Sachen. Ja? Das heißt, wir finden durch das Medium eine Nivellierung, was ja manche, die sag mal, egalitär politisch ausgerichtet sind, gut fänden. Ja? Das Gegenteil ist aber der Fall. Sie machen die Dummen noch dümmer und die wirklich clever sind, denen macht das Fernsehen nicht so viel aus. Das kommt raus. Ja, das heißt, sie spreizen das Ganze, was sowieso schon ein Unterschied da ist. Sie nivellieren es nicht. Das ist empirisch nachgewiesen. Ja. Und die ganze Zeit, das muss Ihnen auch klar sein, ich habe noch kein Wort über das Programm verloren, was im Fernsehen läuft. Ich habe nur über die Form des Mediums gesprochen. Bildschirmmedien ganz allgemein. Da kann sogar die Sendung mit der Maus laufen. Für einen Säugling ist es schlecht. Ist völlig egal, was läuft. Für einen Säugling ist es prinzipiell schlecht. Ja. Deswegen, ich werde dann oft gefragt, ja, aber vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Das kommt mir immer so vor wie, nehmen Sie an, Sie haben irgendwie von einem Stoff nachgewiesen, das ist Gift. Was würden Sie von der Mutter halten, die sagen, ach, Herr Doktor, vielleicht doch einen Teelöffel am Tag. Wenn wir wissen, dass ein Suppenlöffel richtig tödlich ist. Einen Teelöffel dürfen wir doch. Ja? So ein Unfug. Ja. Und ich rede jetzt von kleinen Kindern. Das ist die Frage, wann hört das klein auf? Also da bin ich mit amerikanischen Kollegen, mit anderen vollkommen einig, im frühen Kindergartenalter, also sagen wir mal bis 3, ist Fernsehen prinzipiell schlecht. Egal, was läuft. Deswegen, für Babys produzierte Programme, die können sofort wieder verboten. Weil was daraus passiert, kann nur schlecht sein. Das kann überhaupt nicht gut sein. Auch wenn es sonst wie kindgerecht ist und süß und goldig ist, ist einfach nur schlecht. Ja? Und die Idee, da könnte man die Kinder, was passiert? Ja, die wird zum Babysitten verwendet. Kleiner hockt davor, guckt, ne? Und es ist aber nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Nun kann man sagen, okay, wenn es dann also dem Vierjährigen vielleicht doch nicht mehr so ganz giftig ist, also ich sag mal so, eine Viertelstunde am Tag wird dem Vierjährigen vielleicht nicht so viel schaden. Wobei man ganz klar sagen muss, wie wenig man Fernsehen gucken kann, um nicht zu schaden, weiß niemand, ich auch nicht. Warum? Es gibt dazu keine Studien. Weil es hat niemand eine Studie gemacht, wo man gar kein Fernsehen mit einer Viertelstunde Fernsehen verglichen hat, weil es gibt niemanden, der gar nicht fernseht, praktisch. Sie finden keine Gruppen. Ja? 2% der Haushalte in Deutschland haben keinen Fernsehapparat. Nebenbei meiner auch keinen. Ich habe 5 Kinder und keinen Fernsehapparat, ganz einfach. Ne? Weil ich das nicht will, dass das Medium sich so ungünstig auf meine Kinder ausgewirkt hat. Und die gehen zum Nachbarn, sagt der Herr davon. Richtig! Das machen sie nicht jeden Tag und nicht 3 Stunden am Tag. Dann müssen sie unter anderem, wenn sie zum Nachbarn gehen, da freundlich klingeln. Was lernen sie? Zum Nachbarn freundlich sein. Ja? Und Nachbars sind nicht blöd. Die schicken natürlich im Austausch ihre Kinder zu uns. Wir reduzieren also sogar den Fernsehkonsum in der Nachbarschaft. Ja? Also nur positive Effekte. Und es ist, das, was man auch immer wieder findet, das haben sie auch in den körperlichen Studien gesehen, ist eine Dosisfrage. 3 Stunden Fernsehen sind immer schlecht. 1 Stunde sind möglicherweise schlecht. Wie schlecht, wissen wir nicht. Ja? Aber 3 Stunden sind schlimmer als 2 Stunden und 2 Stunden sind schlimmer als 1 Stunde. Das ist immer klar. Das heißt, wenn Sie es schaffen, zum Beispiel die Fernsehdosis zu halbieren, haben Sie ganz viel geschafft. Ja? Ich
weiß selbst am besten, dass man das nicht verbieten kann. Ich bin auch der Letzte, der das verbieten wollte, weil wenn man was verbietet, ist das recht interessant, dann wird es noch schlimmer. Ja. Aber einfach sich überlegen, muss das sein, dass heute Kinder und Jugendliche 5,5 Stunden vor diesem Medium verbringen? Und die Antwort heißt, es muss ganz gewiss nicht sein. Es gibt manifeste Wirtschaftsinteressen an dieser Ballerspieleindustrie, das ist ein Markt von 20 Milliarden jährlich. Meiner Ansicht nach sind diejenigen, die da nichts gegen unternehmen, gekauft. So wie in den 70er Jahren Leute gekauft wurden, die sagen, Rauchen ist unschädlich. Das wissen wir ja heute leider. Dass sogar Wissenschaftler gekauft wurden, die gesagt haben, Rauchen ist unschädlich. Das kam ja erst in den letzten 2 Jahren raus. Ja, Wissenschaftler. Wurden ganze Forschungsinstitute von der Tabakindustrie gesponsert, damit die sagen, Rauchen ist unschädlich. Das wissen wir heute. Bis in die 70er Jahre hinein. In Deutschland. Und anderswo auf der Welt natürlich auch. Ja. Und heute ist das große Geld wird mit Medien verdient. Deswegen finden Sie überall Leute, die sagen, das macht überhaupt nichts. Und dann kommt einer her und sagt, na ja, gut, die Wissenschaftler streiten sich, der eine sagt, es macht was, der andere sagt, ja, solange die sich streiten, haben wir keine Ahnung, also müssen wir nichts machen. Die kennen das Argument, ja, wir wissen nichts, also machen wir nichts. Wer macht das so? Präsident Bush, ne? Global Warming, ob sich die Erde wirklich erwärmt, keine Ahnung, also machen wir nichts. Ne? Wobei 99,9% der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die sagen, ganz klar erwärmt sie sich. Und ganz klar hat es dicke Effekte in den nächsten Jahrzehnten. Bush sagt, es gibt aber 3 Wissenschaftler, die sagen, das ist das Gegenteil, ne? Die Erde wird nicht wärmer, also streiten sich die Wissenschaftler, also machen wir nichts. Ja? Und machen die Erde weiter kaputt. Die Verschmutzung, jetzt verstehen Sie, warum ich sage, Medien sind wie Umweltverschmutzung. Da verschmutzen Sie nicht die Landschaft da draußen, Sie verschmutzen die Spuren in den Köpfen der Kinder. Die Effekte, die gesellschaftlich daraus folgen, die sind größenordnungsmäßig mindestens so wie die Effekte der Umweltverschmutzung. Mindestens. Ja. Und wer jetzt sagt, na, da kann man nichts ändern, der muss sich klar machen, das haben die Leute vor 35 Jahren im Hinblick auf die Umweltverschmutzung auch gesagt. Der Wein ist dreckig, der Bodensee ist dreckig. Das ist halt so, wir müssen produzieren, wir sind Wirtschaftsmacht. Und da kann man nichts ändern, der Produzieren macht Dreck. Wir wissen heute, das stimmt nicht. Wir haben 5 Milliarden, und das haben Sie alle bezahlt, ich auch, ja, hat der saubere Bodensee gekostet. Und jetzt ist er sauber. Und die sauberen Flüsse haben noch mehr gekostet. Wir zahlen alle dafür, jeden Tag. Aber ist es uns wert? Ja. Und die nicht verschmutzten Spuren in den Köpfen der nächsten Generation müssten uns noch mehr wert sein, weil das ist wirklich unsere Zukunft. Und wir haben nur den einen Rohstoff, die Köpfe der nächsten Generation. Und im Moment vermüllen wir die 5,5 Stunden täglich. Das muss Ihnen klar sein. Und jetzt komme ich zum Programm. Das Programm wurde nämlich, da gibt es Studien zu, in den letzten Jahrzehnten immer schlechter. Ja, leider. Noch vor 20 Jahren waren 50% der Programme im deutschen Fernsehen gewalthaltig und 50% nicht. Heute sind über 80% der Programme im deutschen Fernsehen gewalthaltig und knappe 20% nicht. Ja. Daraus folgt, und ich meine, das ist eine Studie, das ist eine der besten, die es dazu gibt in den USA. Da hat man schon lange über 80% Gewalt im Fernsehen. Das heißt auf gut Deutsch, Sie können anschalten, wann und was Sie wollen. Es kommt immer Gewalt. Was man hier gemacht hat, man hat bei über 700 Familien mit Kindern über Jahre wieder geschaut, erstens, wie viel gucken die fern? Und zweitens hat man Polizeiakten genommen und anhand der polizeilich festgestellten Gewaltdelikte geschaut, wie viel Prozent der Kinder, ja, sind in Gewaltdelikte verwickelt. Und was Sie hier sehen, das sind die schwarzen Punkte, das sind Jungs, und zwar die primär gewalttätigen Jungs und die Lieben. Die Weißen, das sind Mädchen, die primär zu Gewalt neigenden Mädchen und die lieben Mädchen. Und was Sie hier sehen, ich habe nur mal eine Abbildung rausgenommen, das ist der Fernsehkonsum mit 14 und das ist die Gewalt ab 16. Und Sie sehen wiederum, das ist das Wichtigste, einen dosisabhängigen Effekt. Je mehr man vom Fernseher hockt, desto gewalttätiger ist man. Ich habe extra die Grafik genommen, weil es kommen immer 3 Einwände. Der erste, ab 8 können die Kinder zwischen Realität und Fiktion unterscheiden und ab da ist völlig egal. Hat auch der vorhin auch gesagt, das ist so schön fiktional und deswegen werde ich nicht gewalttätig, weil das alles so irreal ist, ja, in dem Spiel. War ja das Argument des freiwilligen Selbstkontrolleurs. Ja. Was ist von dem Argument zu halten? Überhaupt nichts. Warum gucken Sie denn einen Horrorfilm? Und warum geht Ihr Herzschlag hoch, wenn Sie einen Horrorfilm gucken? Ah ja, weil der gut gefilmt ist.
Wenn Sie sich immer zurücklehnen und sagen, oh, so nur ein Film, ja. Ich meine, ist der Film schlecht. Ja, das ist ganz einfach. Sie sind auch selbst als Erwachsener sind Sie voll emotional beteiligt. Sie können gar nicht sagen, oh, das ist alles nur ein Film. Ich meine, das schaffen Sie nicht. Ja. Deswegen gibt es Effekte von fiktionaler Gewalt. Und wie Sie hier sehen, das zweite Argument, das erste war, es ist immer nur bis 8, danach hat es keinen Effekt. Falsch, wie Sie hier sehen, denn das ist Fernsehkonsum mit 14. Und das sind die Effekte. Dann heißt es immer, das betrifft nur die Jungs, Mädchen sind lieb. Wie Sie sehen, der Effekt ist bei Mädchen geringer, aber er ist auch da. Und dann heißt es, ja, wer sowieso gewalttätig ist, bei denen macht das Fernsehen, da löst es das dann aus. Wer aber primär lieb ist, da hat es keinen Effekt. Was sehen Sie? Falsch. Auch bei den lieben Mädchen gibt es einen dosisabhängigen Effekt. Klar, da ist der Effekt schwach, aber er ist da. Ja? Bei den bösen Buben ist er extrem. Ja? So. Ja. Und bei den lieben Buben und den bösen Mädchen ist es etwa gleich. Ne? So. Was Sie sehen ist, man kann nicht sagen, es betrifft nur die oder die, es betrifft alle. Ja? Die Wahrscheinlichkeiten sind anders, aber es betrifft alle. Ja? Und wichtig ist, das sind wir. Wir sind doch fürs Programm verantwortlich. Ja? Eine ganz banale Grafik. Schon 2002 hat ein Engländer eine ganz banale Sache gemacht. Er hat einfach mal kleine Kinder genommen von 4 bis 11 und hat die ein zu sich ins Labor geholt und hat gesagt, so, pass mal auf, ich habe hier 10 Tiere. Und er hat insgesamt 150 so Kärtchen gehabt mit Tieren. Hat immer 10 Kärtchen und hat gesagt, was ist denn das? Und hat dann immer aufgeschrieben, wie viele Tiere hat er gewusst. Und dann kam halt raus, die 4-Jährigen, die wissen noch nicht so viele Tiere, aber die 11-Jährigen wissen schon ziemlich viel. Ja? Wer weiß, wovon es noch 150 kleine Kärtchen gibt. Schon 2 Jahre her, von Pokémon. Ja? Und der Forscher hat auch Pokémon-Kärtchen genommen, immer 10. Hat hingelegt und hat die gefragt, sag mal, was ist denn das? Das ist der Wissenszuwachs bei den natürlichen Tieren und das ist der Wissenszuwachs bei den Pokémon. Bei 8-Jährigen, die wussten schon signifikant mehr Pokémon auswendig als Tiere. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal, Hauptsache die lernen, egal was. Ne? Der das publiziert hat, neben einer guten wissenschaftlichen Zeitung, dem war das überhaupt nicht egal, der war nämlich Tierforscher. Und er hat gesagt, ja, um Gottes Willen, als Tierforscher muss ich erleben, dass die Kinder gar nicht wissen, wovon ich rede. Wenn ich zum Beispiel über Artenvielfalt spreche und wie wichtig es ist, dass die Tiere überleben und dass keine aussterben. Die Kinder haben ja keine Ahnung, wovon ich rede, weil die kennen Pokémons, aber keine Tiere. Und nochmal, das sind wir, das sind nicht die bösen Kinder und Jugendlichen, die sich das halt... Nee, das sind doch wir, die Programme machen und die sie zur Verfügung stellen. Ja. Dann muss man sich überlegen, ob wir noch normal im Kopf sind, ja? Dass wir 5,5 Stunden unseren Kindern diesen Müll in den Kopf tun und uns dann Gedanken machen, dass wir bei PISA nicht so gut sind. Ja, verdammt noch eins, was machen unsere Kinder den ganzen Tag? Schule ist eine unangenehme Unterbrechung der sonstigen Freizeit, in der sie sowas machen. Das wird heute so erlebt. Das muss man sich klar machen, dass das so ist. Ja? Das ist nicht übertrieben. Ja. Und die Medien selber publizieren dann sowas, dass Kinder Fernsehen müssen, weil sie sonst zu Außenseitern werden. Was ist davon zu halten? Es ist völliger Unsinn. Wir wissen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn Ihnen das jemand sagt, oh, wenn du keinen Fernseher hast, dann werden doch deine Kinder zu Außenseitern, dann sagen sie, das stimmt nicht. Und da haben sie recht. Denn es gibt Forschungen dazu, die nachgewiesen haben, dass Fernsehkonsum das Kind zum Außenseiter macht, weil er nämlich weniger Kontakte mit anderen Kindern hat, weil er weniger rausgeht, weil er nur noch vor der Glotze hockt. Und wer keinen Fernseher konsumiert, ist kein Außenseiter. Das wissen wir, das ist Fakt. Ja. Amerikaner schreibt ein Buch, The Case for Television Violence, auf gut Deutsch, warum Gewalt im Fernsehen gut ist. Alles Blödsinn, was da drin steht. Aber es gibt Bücher drüber. Ja. Da musst du dann ein Deutscher so ein Buch schreiben, es ging nicht anders, ne? Ist klar. So. Ich glaube, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja alles erdrückend, ja, und es ist genauso erdrückend, wie ich sage, ja, wann passiert denn endlich irgendwas? Nun, ich hoffe tatsächlich, dass bald ein bisschen was passiert. Noch kurz ein Wort zu den Computerspielen. Der Beitrag war ja schon klar, dass wenn Sie aktiv üben am Bildschirm, dass es dann noch besser wirkt, als wenn Sie es nur passiv konsumieren, das ist doch klar.
Ja. Mit anderen Worten, dass es ganz wichtig ist, ja, dass wir meine Zehnjährige verbringen heute schon zu mehr als der Hälfte, die Zahlen schwanken so zwischen 50% und 60% der Zehnjährigen, verbringen heute 2 Stunden täglich mit Computerspielen. Und die meisten der Spiele, die da gemacht werden, sind so, wie sie sie gesehen haben. Jetzt sind sie noch ein bisschen besser, das ist 2 Jahre alt. Ja? Und da wird in diesen Spielen wird der Mensch in 26 Zonen aufgeteilt, je nachdem, wo man hinschießt, stöhnt er dann anders hinterher. Ja? Nackte, von der Decke hängende Frauen müssen abgeschossen werden. Und immer wenn man es schafft, kriegt man dann einen Zusatzpunkt oder so Sachen. Ich meine, das machen wir, das bringen wir. Und das machen Zehnjährige 2 Stunden am Tag. Ja, sind wir denn als Gesellschaft noch zu retten, dass wir da sagen, das gehört zur Meinungsfreiheit, dass man das darf? Ja, ich meine, wir müssen uns da ernsthafte Gedanken machen. Und man macht sich gerade ein bisschen Gedanken, aber was man derzeit macht, ist noch viel zu wenig. Und wir müssen dabei, nebenbei, was kann man tun? Und man kann genauso damit umgehen wie mit Umweltverschmutzung. Man muss politisch was machen, aber jeder kann auch was machen. Ja? Also mit der Umweltverschmutzung kann jeder zu Hause anfangen, denn sie können Mülltrennung machen, sie können versuchen, weniger Abgase zu produzieren und so weiter und so weiter. Das kann jeder machen. Das kann jeder einen Beitrag leisten. Und dann kann man noch gucken, wie man politisch aktiv wird, um dafür zu sorgen, dass es Gesetze gibt, die dafür sorgen, dass nicht jeder sozusagen die Welt verdrecken kann. Und das heißt heute, den Globus mit solchen Spielen überschwemmen kann, damit reich wird. Ja. Und die Kinder aber letztlich mit einer Zukunftslosigkeit versieht. Denn wenn sie sich in diesen Spielen ballern, toll bewegen können, was können sie denn dann? Nichts. Für die reale Welt. Sie lernen ja was, aber sie lernen nichts, was sie hinterher brauchen können. Ja, sie lernen Gewalt. Und das wollen wir ja natürlich eigentlich nicht. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns Gedanken machen. Lassen Sie mich das noch ein kleines bisschen erhärten. Wir haben selber, Sie wissen, ich habe ein kleines Institut in Ulm gegründet, wo es darum geht, Erkenntnisse in der Neurowissenschaft zu versuchen, praktisch anzuwenden. Und was wir gemacht haben, ist natürlich erstmal geguckt, ja, wie ist es denn? Und wir haben uns da einer Methodik bedient, die in Freiburg von der Arbeitsgruppe schon vor 20 Jahren entwickelt wurde. Nämlich, man kann Kindern ein Langzeit-EKG und einen Bewegungssensor umhängen. Und aus diesen Daten, die kann man einen Tag lang aufzeichnen, kann man hinterher gucken, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Ja? Und sie kriegen dann Daten, ich zeige Ihnen das nochmal beispielhaft, 8.49 Uhr sitzt am Schreibtisch, 8.49 Uhr, 8.42 Uhr sitzen Fernsehsessel, stehen, gehen. Jede Minute kriegen wir raus, was der gerade macht. Ja? Und wenn man jetzt die Daten von Schülern sich anguckt, das sind unsere eigenen Daten vor ein paar Monaten gemessen, ja, kommt raus, 2,4 Stunden Fernseher und da kann man auch unterteilen, die Vielseher, das ist die Hälfte davon, guckt 5 Stunden, die Mittelseher 1,4, die wenigste 0, das sind nicht viel. Dann haben sie zusätzlich PC-Zeit, gesamt 2,3 Stunden. Wir sehen, unsere Daten sprechen von 4,7 Stunden. Und Ulm ist auch heile Welt, wir sind nicht in einem Großstadtdschungel, da ist es dann mehr. Ja? Sie wissen, Unterschichtfernsehen, Arbeitslose gucken 2 Stunden mehr Fernsehen als nicht und so weiter. Also, und Ulm ist relativ gutes Klientel. Ja? Und wir haben trotzdem 4,7 Stunden Bildschirmnutzung. Noch eindrücklicher ist, finde ich, diese Grafik hier. Wir haben einfach mal geguckt, was machen 15-Jährige, wenn sie nicht schlafen. Ja? Und da kommt raus, sitzen, liegen, stehen, bewegen. 7% bewegen. Wenn Sie bei Gymnasiasten gucken, dann sind Sie bei 2% bewegen. Da sind Sie bei Sitzen. Das sind Sitzen und Liegen. Über 75% der wachen Zeit. Dann kommt noch Stehen und 3% bewegen. Ja. Ja, sind wir denn verrückt? Ja. Das kann doch nicht gut sein. Ja. Und das müssen wir ändern. Das müssen wir ganz klar ändern. Und ich habe schon gesagt, es kann jeder was tun. Und wir müssen als Gesamtgesellschaft uns Mühe geben, da was zu tun. Ja. Es kann nicht sein, dass wir einfach zugucken, ja, und glauben, das wird sich schon irgendwie selber richten. Ja. Denn nochmal, es geht hier um nichts weniger, ja, als um die Erfahrungen, die zur Hauptsache, ich rede nicht über das, was die Kinder so ab und zu mal machen, nein, ich rede über die Hauptsache, was die Kinder machen. Ich habe gesagt, Bildschirmmedienkonsum ist nach Schlafen das, was unsere Kinder und Jugendlichen am meisten machen. Ja? Und dass das für die ganz Kleinen prinzipiell schädlich ist und für die Älteren schädlich deswegen, weil die Programme vor allem Gewalt
darbieten, schädlich ist. Ja? Das ist klar heute. Ja? Und wir müssen uns einfach überlegen, was können wir tun, um das zu ändern? Denn wir müssen es, aus meiner Sicht, wir müssen es unbedingt ändern, sonst wird Gewalt weiter zunehmen. Wir haben eine Gewaltzunahme, wird oft bestritten. Wir haben die aber, das ist nachgewiesen, in Baden-Württemberg in den letzten 7 Jahren an den Schulen 40% mehr Gewalt. Ja? Große Studie, letztes Jahr publiziert. Also wir wissen, dass da was ist, was wir ändern müssen. Und wir dürfen nicht weiter zugucken. Und wenn wir da auch nur noch ein paar Jahre weiter gucken, da haben wir eine ganze Generation mit den falschen Spuren im Kopf. Und das wollen wir wirklich nicht, denn dann will man hier eigentlich gar nicht mehr leben. Das wollen wir einfach nicht. Ich würde gerne ein bisschen positiver aufhören, aber es fällt mir einfach schwer. Ja. Das Einzige, was ich positiv finde, ist, dass Sie alle da sind, mir zuhören, dass Sie es hoffentlich weitertragen und dass Sie Ihren Beitrag leisten, jeder für sich, dass das nicht so bleibt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Professor Spitzer. Ich weiß, dass Sie es ein bisschen eilig haben, aber ich glaube, so eine Viertelstunde haben wir vielleicht noch Zeit. Wenn noch Fragen da sind, dann bitte ich Sie vielleicht, sich kurz zu melden, aufzustehen. Fangen vielleicht dort an, ja. Okay, ich habe mal eine Frage. Mich hat es sehr beeindruckt, was Sie vorgesagt haben. In ein paar Jahren müssen wir froh sein, wenn wir den Chinesen die T-Shirts nähen dürfen. Also ich denke eigentlich, dass das eigentlich auch ein globales Problem ist. Also ich denke, es gibt ja auch viele Kindersendungen, die gerade von Asien zum Beispiel importiert werden. Und da denke ich, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nur ein europäisches Problem ist. Die zweite Frage, oder ein deutsches Problem. Die zweite Frage ist, dass mich noch interessieren würde, wie sind da so geschlechtsspezifische Unterschiede? Also gibt es einfach auch Eltern oder gibt es da Statistiken, dass Eltern Jungs mehr Gewalt zumuten im Fernsehen als bei Mädchen? Das sind wichtige Fragen. Zu der Frage, ist es ein globales Problem? Das ist sicher ein globales Problem. China zum Beispiel ist untersucht und wir haben ja immer noch das Bild von China, wo die Heerscharen der Chinesen in gleichen Uniformen mit dem Rad durch Peking fahren. Das hat sich in den letzten 10 Jahren aber ganz klar geändert. Und heute fahren die auch Auto, heute gucken die auch fern und heute werden die auch in Abhängigkeit davon, da gibt es Studien zu aus China, wie viel Fernsehen die gucken, dick, ja. Also die Daten, die ich zu den Neuseeländern gezeigt habe, die gibt es auch für China. Ja. Und die Autoren, das sind 2 Chinesen, die haben vor 1,5 Jahren haben das publiziert, die schreiben am Ende ihrer Studie so schön, we are going to live like the Americans and we are going to die like the Americans. Denn die Risikofaktoren, Übergewicht, Cholesterinspiegel, die finden sie genauso dosisabhängig in China auch. Ja. Man muss dazu sagen, es ist noch nicht so sozusagen flächendeckend eingeführt. Ja. Auch in anderen asiatischen Ländern. Es gibt ja noch viel ländliche Gegenden. Es gibt noch viel, wo noch nicht so... Lassen Sie mich das Extrembeispiel nennen. Bhutan. Bhutan ist ein Staat im Himalaya. 800.000 Einwohner. Da gibt es erst seit März 2005 einen Verfassungsentwurf. Die hatten das gar nicht. Und es gibt bis heute noch keine einzige Ampel in der Hauptstadt. Das einzige Land der Welt, was keine einzige Ampel in der Hauptstadt hat. Und es gibt mehr Mönche als Soldaten. Also Bhutan ist ein tolles Land. Ja? Der König von Bhutan, der hat 1999 das Fernsehen eingeführt. Also er hat es einfach zugelassen. Man hat Folgendes, ich weiß es genau, weil es gibt ein Journal über Bhutan und da habe ich einiges drin gelesen. Und es ist interessant, denn man hatte gedacht, erstens, das sind alles Buddhisten. Und Buddhisten, Sie wissen schon, die lässt alles kühl und die meditieren und der Fernseher tut denen nichts. Ja? Pustekuchen. Die haben heftigste Änderungen durch das Fernsehen. Man hat nebenbei gedacht, wir machen erstmal öffentlich-rechtliches Fernsehen und kontrollieren das. Und wenn wir Erfahrungen sammeln, dann machen wir Privatfernsehen. Fakt war aber, dass die das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und 3 Monate, nachdem das Fernsehen eingeführt wurde, wurden 40 Privatkanäle eingeführt.
Jetzt hocken die alle davor, gucken Sex and Crime. Mit dem Buddhismus geht es einen Bach runter. Väter reden, gucken lieber fern, als mit ihren Kindern irgendwas anzustellen. Das ist alles publiziert. Und in Bhutan geht es so richtig, also und zwar so ganz schnell, weil da wurde von einem Tag auf den anderen flächendeckend Fernsehen eingeführt. Man kann nur eins sagen, Gott sei Dank gibt es in Bhutan in 70% der Haushalte nicht einmal eine Steckdose und deswegen auch keinen Fernseher. Aber die anderen 30%, da geht es richtig bergab. Ja, das ist nachgewiesen mittlerweile. Insofern, die Effekte sind, wie Sie recht sagen, global. Ja, und deswegen muss man sie auch, glaube ich, langfristig an dieser Wurzel packen. Letztlich mit einem Verbot der Produktion von solchem Unsinn. Also jeder, der Unsinn produziert, muss sich letztlich fragen lassen, sag mal, was machst du denn da? Und da muss irgendwer sein, der sagt, das wollen wir aber nicht. Und dann muss man es sein lassen. Ja, so wie man heute, ich sag mal, DDT nicht mehr produzieren darf. Weil wenn man es produziert, muss man sich fragen, was soll denn das? Das ist doch Gift. Und das Gift wird nirgends abgebaut und sammelt sich bis in die Eisbären, überall auf dem Globus. Deswegen produziert man es weltweit nicht mehr. Ja? Und so muss man mit Unfug auf dem Bildschirm, mit Baller, mit Brutalität auch umgehen. Ist nur schwieriger. Geschlechtsunterschiede gibt es, aber ich habe ja dargestellt, dass die nicht so sind, dass sozusagen Frauen überhaupt nicht anfällig wären für diese Dinge. Frauen leiden zum Teil unter diesen Medien noch stärker. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es gibt Studien dazu. Medien vermitteln ja nicht nur Gewalt, vermitteln auch bestimmte Stereotypen. Ja? Und Frauen im Fernsehen sind alle jung, schlank und schön. Wir Männer haben es besser, Männer im Fernsehen sind alle alt, dick und hässlich. Ja? Was das nämlich bedeutet ist, dass wenn ein junger Mann heute eine Frau auf der Straße sieht, die ist ja nicht so schön wie die, die man sonst immer im Fernsehen sieht. Deswegen haben Frauen heute ein unheimliches, sozusagen, die rennen immer den Schönsten hinterher, die halt alle Welt im Fernseher sieht. Und da fallen sie die meisten etwas gegen ab. Und deswegen ist es der Fall, dass wenn sie einer Frau Bilder von Models zeigen, ist die hinterher depressiver als vorher, nachgewiesen. Wenn sie einem Mann Bilder von Models zeigen, findet er seine eigene Frau hinterher nicht mehr so schön wie vorher. Nachgewiesen. Ja? Nun, wie gesagt, männliche Models gibt es im Fernsehen kaum. Weibliche aber überall. Ja? Deswegen macht es die Leute auch unzufrieden. Ja? Der Mann mit seiner Frau und die Frau mit sich selber. Deswegen ist es, wie gesagt, geht das leider auf den Frauen heftiger ab als auf den Männern, weil die im Fernsehen alt und hässlich sind. Ja. Die nächsten Fragen waren bloß mit Ja und Nein. Ich verspreche Sie nicht. Ja, ich wollte noch was zu dem Asien-Problem sagen. Ich war am Schüleraustausch am Faustgymnasium Staufen 2 Wochen in China. Und da waren wir 1 Woche lang in Shanghai in der Gastschule dort. Und da habe ich 1 Woche lang das Schülerleben mitgekriegt. Und das war ziemlich heftig, weil ich glaube, das wird nämlich echt so, dass wir für China die T-Shirts nennen, weil die sind bis um 4 in der Schule. Dann gehen sie nach Hause, lernen, dann essen sie zu Abend, dann lernen sie bis um 11 Uhr abends, gehen sie ins Bett. Am nächsten Morgen stehen sie auf, sind in der Schule und schreiben dort noch die Hausaufgaben ab, die sie am letzten Abend nicht geschafft haben. Also es ist richtig krass, weil sie eigentlich, und ihre Einstellung ist so, in der Schule lernen sie, also die ganze Woche über lernen sie und am Wochenende, das ist zum Schlafen da. Dann die Mittelschule-Abschlussprüfung. Da haben sie dann meistens noch bis um 1 Uhr nachts Nachhilfe. Und dann müssen sie von 3 bis um 7 können sie dann schlafen. Also sie lernen auf jeden Fall viel mehr als wir. Ich kann da noch Folgendes ergänzen. Danke für den Beitrag, finde ich ganz interessant. Ich kann da Folgendes ergänzen. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel, wo man einfach mal Schüler gefragt hat, sagt mal, wer ist gut in Mathe? Dann sagen deutsche Schüler alle, ja, wer Mathe begabt ist. Wenn Sie Koreaner fragen, wer ist gut in Mathe, dann geben Ihnen alle Koreaner die Antwort, ja, der viel übt, der viel lernt. Der Punkt ist folgender. Wenn Sie die Idee haben, dass Mathe ist Begabungssache, also brauchen Sie nicht zu üben. Denn entweder Sie sind gut, dann brauchen Sie sowieso nicht zu üben, oder Sie sind schlecht, dann nützt es Üben auch nichts. Das heißt, Sie brauchen überhaupt nicht zu üben. Das heißt, in Deutschland übt keiner Mathe, weil man kann es entweder eh oder man braucht es eh, kann es eh bleiben lassen. Deswegen sind die Deutschen so schlecht in Mathe, weil einer sich Mühe gibt. Ja? Alles, was in der Schule an Mathe gemacht wird, ist machbar, sonst wäre es nicht in der Schule. Das ist kein Hexenwerk. Alles.
Ja? Aber wenn sich keiner Mühe gibt und keiner übt, dann ist halt ist keiner gut. Die Koreaner sind PISA-Daten die Besten in Mathe. Ja, warum? Weil die glauben, wenn man heftig übt, wird man besser. Und genau weil sie das glauben, sind sie auch so gut. Ja? Also wir haben tatsächlich, Sie haben es jetzt extrem beschrieben, wie es in Shanghai ist. In einigen asiatischen Ländern, Korea gehört auch dazu, in China, in manchen Gegenden, nicht in allen, aber in manchen, ist es so. Ja, die lernen wie wahnsinnig, weil sie wissen, das ist ihre einzige Chance, dass sie aus dem Schlamassel, in dem sie jetzt sitzen, rauskommen. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie der Schlamassel ist. Wir müssen auch unseren Kindern nicht vorwerfen, passt mal auf, lernt jetzt mal mehr. Wir müssen überlegen, wie die Randbedingungen sind unter denen, die heute aufwachsen. Und wir bringen ihnen 5,5 Stunden am Tag bei diesen Unfug. Und dann bringen wir ihnen noch bei, dass Schule vielleicht keinen Spaß macht, weil sie dazu auch keine Lust haben, weil das Ballern ja mehr Spaß macht. Oder weil alles andere im Fernsehen lustiger ist als diese dröge Schule. Und wenn sie als Lehrer heute vormittags gegen Hollywood nachmittags kämpfen, dann können sie bloß auf verlorenen Posten kämpfen. Ist doch klar. Ja, deswegen... Zu glauben, wir können das Problem durch Schulreform lösen, durch neue Lehrpläne, ist doch Unfug. Ja? Schule operiert heute unter anderen Randbedingungen als vor 30 Jahren und deswegen haben wir die Probleme. Das liegt nicht an den Schulen, nicht an den Schülern und schon gar nicht an den Lehrern. Das liegt an den anderen gesellschaftlichen Randbedingungen, an dem, was sonst noch passiert. Eben die anderen 5,5 Stunden, gegen die sie als Lehrer und sowieso nur 4,5 gestalten. Also die anderen haben mehr Zeit. Ja? Und da passiert so viel Unfug. Deswegen müssen wir uns um Bildschirmmedien kümmern. Und deswegen ist es ein Problem. Bitte. Ja. Das, was man weiß, das wissen wir nur, weil wir es glauben. Und wirkliches Wissen ist Erkenntnis durch die eigene Erfahrung. Und meine Frage wäre, was man dann als Einzelner dazu beiträgt, dieses Loch, das, was der Fernsehen und was die Bildschirme füllen, was natürlich mit der Welt und mit der Gesellschaft und mit dem Leben zu tun hat, was man als Einzelner da tun kann. Sie betonen was ganz Wichtiges. Wenn man das Fernsehen mal wirklich wegließe, muss man derzeit was anderes machen. Ja? Und es wird sogar von manchen Medienmenschen argumentiert, ist doch gut, wenn die Jugendlichen wenigstens Fernsehen gucken, dann sind sie ja nicht draußen im Großstadtdschungel und machen noch viel schrecklichere Sachen. Das wird ja gesagt. Ja? Insofern, Sie haben vollkommen recht. Es geht nicht darum, das habe ich ja auch vorhin gesagt, einfach was zu verbieten oder sowas. Es geht eigentlich darum zu überlegen, wie können wir Freizeit sinnvoller gestalten. Ja? Und wir haben eigentlich eine Unmasse an Freizeit. Nur wenn Sie heute Schüler angucken, die sind dauernd im Stress. Die hetzen von A nach B und von B nach C. Ja? Dauernd ist irgendwas, weil ein Event jagt den nächsten. Und mal irgendwas mal erfüllt und mit Spaß gründlich zu machen, das ist schon fast gar nicht mehr gefragt. Ja? Also ich denke mir, dass wir... Und wir Erwachsenen leben es zum Teil vor, weil wir ja auch nur so rumhasten, dem nächsten schnellen Glück irgendwie nach. Wenn Sie jede Stunde Börsennachrichten hören und die eben auch ausgestrahlt werden, war vor 20 Jahren nicht der Fall. Heute ist es so. Ja? Immer erfahren, wer hat wieder gewonnen und verloren im allgemeinen Roulette, was jeder mitspielt. Ja? Und wie schön, es gibt immer ein paar, die gewinnen, ohne zu arbeiten. Und das ist das Coolste, wenn man nichts tut und trotzdem Geld verdient. Ja, wenn wir das, obwohl wir es nicht sagen, aber durch das, was wir tun und dauernd in den Medien verbraten, propagieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Jugendlichen clever und schnell lernen, wie sie sind, ja, das als ihr Lebensziel etablieren und gar nichts anderes mehr wollen. Das heißt, es liegt an uns, Randbedingungen zu ändern und auch, ich sag mal, erfüllende Möglichkeiten zu schaffen, wie die Zeit sinnvoll verbracht werden kann, außer an den Medien. Ja. Die nur abzuschaffen, nützt überhaupt nichts, wenn sie es nicht durch was Sinnvolleres ersetzen. Da haben Sie völlig recht. Sie hat noch eine Frage, ja? Gott sei Dank nicht so schrecklich gefährlich, weil wir sind schon so furchtbar fertig und lernen gar nicht mehr so schnell. Wenn ich Ihnen Daten zeigen würde dazu, wie langsam Erwachsene lernen, wären Sie depressiv. es ist tatsächlich so.
Das nebenbei hat einen Grund, ich kann Sie wieder ein bisschen trösten. Wir wissen ja schon so viel. Wir wollen nicht, dass Erwachsene so schnell lernen wie Babys, weil wenn sie 6 Wochen nach China gehen, wollen sie nicht Deutsch verlernt haben und dann Chinesisch können. Sie wollen Deutsch behalten. Das geht aber nur, wenn die Synapsen irgendwann mal sozusagen an Plastizität deutlich verlieren. Dann können sie nicht mehr so viel Neues lernen, aber das, was sie schon gelernt haben, das bleibt ihnen auch. Deswegen werden Erwachsene lernen immer langsamer, werden aber auch immer weiser, weil sie immer mehr Wissen langsam angehäuft haben. Ja? Wichtig ist aber zu verstehen und wirklich einzusehen, dass das, was am Anfang angehäuft wurde, dass das langfristig ihnen bleibt. Und wenn ich überlege, was heute manches Kind und mancher Jugendlicher da oben angehäuft hat, dann frage ich mich, wie will der eigentlich die nächsten 80 Jahre rumbringen? Die Lebenserwartung eines Mädchens, was heute geboren wird, ist 102. Ja? Damit rechnen die Lebensversicherungen heute. Deswegen, das muss man ernst nehmen, die Zahl. Ja. Es geht also bei 20-Jährigen um die nächsten 80 Jahre. Und deswegen ist es nicht zu vernachlässigen, die Idee, was tun wir da am Anfang für Spuren anlegen. Und noch einmal, wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir das verbessern können und wie wir vor allem verhindern können, dass aufgrund von Profitinteressen weniger ja, eine ganze Generation hier vor die Hunde geht. Das können wir noch nicht zulassen. Bitte. Ja, wie stellt sich jetzt die Frage, wenn diese Gewaltspuren in der Jugendzeit gelegt wurden, gibt es da noch Heilungschancen, in Anführungszeichen, oder ist das Schicksal jetzt vorherbestimmt? Naja, vorherbestimmt ist nichts, weil wir Gott sei Dank Menschen sind, die sich immer noch frei entscheiden können. Das Problem ist, dass es, wenn sozusagen alle Spuren in die Richtung gehen, dann hat ihre rationale Entscheidung, auch wenn sie sagen, Mensch, das sage ich Blödsinn, haben sie große Mühe, mal eine andere Spur zu gehen. Also wenn die Spuren halt so schön breit sind, machen sie automatisch halt das, weil sie sind halt so angelegt. Ja? Und wenn sie automatisch immer das Falsche machen, dann haben sie richtig Mühe, mal das Richtige zu machen. Ja? Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, es wird immer schwieriger. Ja? Und ehe wir sozusagen mit 25 dann noch ein bisschen reparieren, ja, legen wir doch lieber gleich die richtigen Spuren an. Ja. Deswegen auch meine ganz klare Meinung, was Lernen anbelangt, man kann gar nicht früh genug damit beginnen, zum Beispiel Kindern mit Migrationshintergrund Deutsch beizubringen. Ja, wir wissen heute, dass das nicht schadet, selbst wenn die noch ihre eigene Muttersprache gar nicht können, ihnen schon Deutsch beizubringen. Ja? Und jedes Mal, jeder Euro, der investiert wird, um dem 3-jährigen Türken Türkisch beizubringen oder dem 1-jährigen Russen, Entschuldigung, Deutsch beizubringen, dem Türken Deutsch beizubringen, die sparen sie hinterher an Sozialarbeit, an Bewährungshelfer und an sonst was. Ja? Und die haben sie hinterher in einer Person, die an unserer ersten Welt teilnehmen kann und auch am Markt teilnehmen kann. Und wenn sie das nicht tun, wenn die in die Schule kommen und können immer noch kein Deutsch, dann haben sie im Grunde schon verloren. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ein paar Dinge unbedingt richtig machen. Ja? Zum Beispiel, Deutsch muss jeder können, und zwar bis er in die Schule geht, spätestens. Und um das hinzukriegen, müssen wir die mit einem Jahr erfasst haben und ihnen dann massiv das beibringen. Ja? Und da müssen wir natürlich auch, das kostet Geld. Wenn wir das aber jetzt investieren, wir sparen es mehrfach, dazu gibt es sogar Studien, in 10 Jahren. Problem, solche Ausgaben gelten als Sozialausgaben. Eigentlich sind es Investitionsmittel, ja, die sich auszahlen, aber sie gelten als Sozialausgaben. Und deswegen ist es, und Einjährige haben keine Lobby. Und Politiker denken nicht in 10 Jahreszeiträumen, sondern maximal bis zur nächsten Wahl. Und das macht die Sache so schwierig. Ja, bitte. Eine Bitte noch, die letzte Frage, weil ausgerechnet heute wird wahrscheinlich die Eisenbahn pünktlich im Hauptbahnhof Freiburg abfahren. Aus tierexperimentellen Befunden muss man sagen, ist es wahrscheinlich richtig. Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Lernen findet nicht nur statt, während man lernt, sondern hinterher gibt es den sogenannten Prozess der Konsolidierung, das heißt Verfestigung. Und den kann man stören. Im Tierversuch ist es ganz einfach, sie geben bestimmte Medikamente, dann lernen die Tiere was, kann man prüfen, die können es. Wenn sie dann ein Medikament geben, haben sie es 2 Stunden später vergessen. Sie brauchen aber nicht einmal ein Medikament zu geben, ein Schreck tut es auch. Ja? Eine Studie, die wir schon lange planen, und weil
Untersuchungen an Schülern zu diesem Phänomen gibt es nicht. Pädagogen wissen nämlich nicht, dass es das Phänomen gibt, deswegen machen die nicht. Und nebenbei forschen die sowieso kaum. Und Neurowissenschaftler sagen, ist doch eh klar, was brauchen wir da forschen? Und jetzt wissen Sie, warum wir in Ulm dieses kleine Institut haben. Weil natürlich will man wissen, gibt es das Phänomen, was wir aus den Tierexperimenten wissen, auch in der Schule. Was wollen wir machen? Das werden wir demnächst machen. Eine Klasse lernt mal irgendwas, irgendeine Französischlektion oder irgendwas, was sie ganz gewiss noch nicht können. Und dann schicken wir die Hälfte in den Wald und die Hälfte in Herr der Ringe. Und einen Tag später gucken wir, was hängen geblieben ist. Ja? Das ist diese Studie, die ist nebenbei gar nicht einfach zu machen. Die will ich seit über einem Jahr machen. Und es ist im Detail schwierig. Wir brauchen viele Schüler, die alle mitmachen und so weiter und so weiter. Ja? Weil wenn wir diese Daten erstmal haben, und ich bin mir sicher, was da rauskommt, ja, dann werden wir das publizieren. Und wenn jeder Schüler sind nicht blöd, wenn jeder Schüler wüsste, wenn ich jetzt pauke und danach das Falsche mache, hätte ich auch kein Pauken brauchen, weil die Zeit verschwendet. Dann werden die Schüler schon danach das Richtige machen. Weil die machen es so, dass sie sich am wenigsten Arbeit machen. Und am wenigsten Arbeit macht sich der, der es richtig macht. Ja. Insofern, was Sie sagen, ist wahrscheinlich richtig. Ja. Aber mir ist, und ich habe wirklich gut danach gesucht, keine einzige Studie bekannt, die die Ergebnisse aus Tierversuchen mal auf die Schulwelt angewandt hat. Deswegen wollen wir selber welche machen, eine Reihe von Studien in der Richtung. Und ich denke mir, das ist eine ganz wichtige Frage, denn wir wissen, dass ganz wichtig, was für das Verhalten des Gelernten ist, was sie in den Stunden und sogar Tagen nach dem Gelernten alles anstellen. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen nochmal.